Ja, herzlich willkommen meine verehrten Zuschauer zu diesem weiteren Video auf meinem Kanal Russische Welt TV. Gestern erschien in der Zeitschrift Focus ein für meine Begriffe ziemlich interessanter Artikel, welcher sehr gut und sehr treffend die aktuelle Lage auf dem globalen Schlachtfeld beschreibt. Also ich habe ja schon sehr häufig erwähnt, dass ein Krieg, vor allen Dingen irgendwie ein großer globaler Krieg, wenn man das so nennen kann, grundsätzlich aus mehreren Komponenten besteht. Und häufig ist sogar wichtiger, was jenseits der Front passiert, als das, was an der Front passiert. Beziehungsweise ist das auf jeden Fall nicht weniger wichtig. Und dieser Fokusartikel beschreibt eigentlich genau den Effekt, den ich schon vor Wochen und Monaten angekündigt habe, worüber auch schon Präsident Putin seinerzeit gesprochen hat, aber auch viele Experten und Politiker in Russland und auch im Westen. Wobei dieser besagte Effekt in diesem Fall sogar noch deutlich früher beginnt einzutreten, als es erwartet wurde. Dann komme ich an dieser Stelle direkt zum Artikel. Ich habe hier einige Screenshots gemacht mit den wichtigsten Punkten aus meiner Sicht, die ich gerne mit euch einmal durchgehen möchte. Hier in der Überschrift dieses Artikels wird dieser Effekt, von dem ich gesprochen habe, eigentlich ziemlich genau beschrieben. Und zwar heißt es hier, wie ihr auch hier lesen könnt, jetzt erlebt Deutschland den Moment der Müdigkeit. Sehr zur Freude Putins. Hier heißt es, der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit hat sich vom Krieg in der Ukraine auf die Kriegsfolgen verlagert. Inflation, steigende Lebensmittelpreise, Spritwucher. Deutschland erlebt jetzt den Moment der Müdigkeit, vor dem Annalena Baerbock und Robert Habeck gewarnt haben. Sehr zur Freude Wladimir Putins, wird hier noch einmal wiederholt. Weiter heißt es, für die Ukraine ist es eine schlechte Nachricht. Drei Viertel der Deutschen glauben nicht an einen militärischen Sieg der Ukraine. Zwei Drittel denken, dass nur eine Verhandlungslösung den Ukraine-Krieg beenden kann. Und vier Fünftel sind gar der Meinung, es sei richtig, weiter mit dem Aggressor Wladimir Putin zu reden. Also eine klare Mehrheit der Deutschen, so die Meinungsforscher von Forsa, stützt den zögerlichen Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz im Ukraine-Krieg. Dann der nächste Punkt, der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit hat sich vom Krieg auf die Kriegsfolgen verlagert. Wieder einmal zur Freude Putins. Stimmungen wechseln und gerade deshalb sind sie eine Kriegswaffe. Ja, genau darüber habe ich ja auch gesprochen. Längst hat sich der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit im Westen vom Krieg auf die Kriegsfolgen verlagert. Die Rekord-, Sprit- und Lebensmittelpreise und die im Herbst drohenden Nebenkostenabrechnungen, die das Wohnen drastisch verteuern werden. Und die aktuellen Nachrichten dürfen die Stimmung weiter verdüstern, zur Freude Wladimir Putins, dem Aggressor. Ja, und weiter wird dann über das Gas gesprochen. Also hier wird ja immer wieder betont, dass das alles sehr zur Freude Wladimir Putins ist. Dann der nächste Aspekt ist, immer weniger Menschen wollen noch genau wissen, was in der Ukraine alles passiert. Und weiter wird dann darüber geschrieben, dass sich die Deutschen jetzt für andere Dinge interessieren und sich Sorgen machen um ihr Geld, um ihren Wohlstand, um Corona und so weiter. Dann der nächste Punkt ist, dass die Leute langsam genug haben von Zelensky, dass sie keine Lust mehr haben auf seine ständigen Ansprachen, seine ständige Kritik und Forderungen und so weiter. Ja, und die Ermahnungen, dass das die Erschöpfung im Westen noch weiter verstärkt, heißt es hier. Dann der nächste Punkt sind die Sanktionen. Ich lese mal vor. Als reichte das noch alles nicht aus, bewirken die Sanktionen jedenfalls bislang nicht, dass Putin von seinem Krieg ablässt. Das liegt auch an der Inkonsequenz des Westens. In den ersten Kriegstagen hat Russland für Rohstoffexporte insgesamt 93 Milliarden Euro kassiert. 57 Milliarden davon von europäischen Ländern, schreibt der langjährige Ostexperte Christian Neef auf Twitter. Dann der nächste und der letzte Punkt, den ich hier aufführen möchte, ist, wie es hier heißt, just in dem Moment, wo die Ukraine die größten Opfer erleidet, dreht im Westen die Stimmung Richtung Nase voll. Also das alles sind klare Zeichen und klare Indizien dafür, dass die Stimmung langsam aber sicher beginnt zu kippen. Und wie ich schon gerade eben gesagt habe, das passiert alles in dem Fall deutlich früher, als erwartet wurde. Also hier in Deutschland wurde von vielen Politikern und Experten dieser Effekt für den Herbst erwartet.
wenn die wirklich großen Probleme erst richtig losgehen. Jetzt gerade haben wir bekanntlich erst Sommeranfang und sind dementsprechend vom Herbst noch sehr weit entfernt, wobei sich auch im Herbst das alles noch weiter verschärfen dürfte. Man sieht auch zunehmend, dass sich langsam die Rhetorik ändert in den Medien hier jetzt und bei den Politikern, während es noch vor einigen Wochen hieß, ja, man muss Russland militärisch besiegen, die Ukraine muss gewinnen und so weiter. Man wechselt jetzt hier der Tenor langsam in Richtung, dass man doch irgendwie sich mit Russland, also mit Putin, irgendwie einigen muss, dass man Putin irgendwelche Zugeständnisse machen muss, etc. Die andere Frage ist natürlich, da es für Russland gerade ziemlich gut läuft in vielerlei Hinsicht, nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in anderen Bereichen, inwiefern Russland jetzt wirklich daran interessiert ist, sich zu den Bedingungen, die der Westen jetzt gerade anbietet, sich irgendwie zu einigen. Also wir sehen auf jeden Fall schon die ersten Anzeichen dafür, dass sich der Kampf um die öffentliche Meinung langsam auszahlt. Und wie im Artikel hier immer wieder geschrieben steht, entwickelt sich alles langsam aber sicher in die für Russland günstige Richtung. Sehr zur Freude von Präsident Putin. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.